Recht herzlich willkommen zur 5. Folge von Europa Universalis 4 mit den Kölnern. Ja, wir sind hier zugange und besetzen gerade Hannover. Mal schauen, wie weit wir da kommen. Braunschweiger werden uns auch unterstützen, so wie das aussieht. Die müssen uns... Nee, das waren unsere... Doch, da sind die Braunschweiger reingekommen, ich wollte gerade sagen. Okay, das klappt dann noch. Sieht so aus auf jeden Fall. Die Braunschweiger kriegen einen auf die Mütze. Ja, stimmt, ist so. Gut, erfolgreich. Und wir haben es auch gleich schon besetzt. Ich glaube, wir ziehen jetzt erstmal gerade zurück. Weil läuft nicht so gut. Speichern. Wir müssen mal unsere Truppen wieder stärken. So, jetzt gehen wir nochmal hoch und schlagen die. Ja, gewonnen. Heuer brennen wir jetzt noch wieder. Naja, schauen wir mal. So, dann machen wir zu langsam. Okay. Da sind wir wieder in der Übermacht. Lüttich hat dann verloren. Jetzt werden wir angegriffen. Und aufgerieben wahrscheinlich. Keine Unterstützung. Das war schlecht. So, jetzt müssen wir mal gerade gucken, was hier oben alles reinschneit. Militärzugang von Aachen. Ich weiß nicht, wo die gerade am Kämpfen sind, aber es ist immer gut, wenn die kämpfen, dann werden andere geschwächt. Machen wir auch. Machen wir auch. Gut, schauen wir mal, wie es weitergeht. Weil wir haben keine Armee mehr, ne? Dann müssen wir die mal wieder ausheben, oder? Kosten tun sie überall gleich. Hier sind sie am schnellsten, ne? Ja. Und dann da auch noch. Und da auch noch. Die vier müssen wir schon mal haben. Hier haben wir noch eine Idee. Bau und nicht. Baukosten minus 20%. Ja, ziehen wir durch. Geht's hier weiter? Dauert noch. Das hatten wir gerade. Baukosten. Okay. So, die vereinen wir erstmal. Und dann geht's wieder gegen Hannover erstmal, ne? Noch nicht, sondern heuer, weil da eine Einheit drin steht. So, hier unten müssen wir unterstützen. In die Burg. Und dann wieder hoch. ...31% haben wir. Das ist schon was. Jo.
So, gleich wieder ein Heuer angreifen. Wieder Truppen zerstört. Ja, wir sind kriegsmüde wahrscheinlich, ne? Oder? Ne, Rebellenaufstand kommt da bald. Hier unten müssen wir ganz schnell hin. Und die Truppen da stärken. Okay, da kommen wir zu spät. Die Lütik hat eine Unterstützung gekriegt, das war's dann wieder. Das ist nicht gut. Da haben die Brandenburger einen auf die Nase gekriegt, ne? Haben wir denn jetzt noch irgendwo Truppen? Sind die irgendwo hingeflohen oder sind die aufgerieben? Da sind sie. Da hoch. Okay. Sieht gerade nicht so doll aus, oder wie? Automatisch speichern. Was sagt denn hier der Kaiser? Okay. Weiter geht's. Sind wir nicht durchgekommen. In Frankfurt damals angegriffen. Lüneburg ist da oben. Ich glaube, jetzt haben wir keine Truppen, ne? Das ist Geld, alle. Okay. Aber ich bin immer für den örtlichen Adligen. Obwohl das mit der Hingabe so eine Sache ist jetzt. Die ist schon 79. Aber Prestige hoch ist immer gut. Gut, gucken wir weiter. Bayern nur mit 3, das ist schlecht. Die müssen sich auch zurückziehen. Irgendwas klappt gerade nicht. Diplomatie. Frieden verhandeln. Machen wir mal Pause. Ja, da sind wir, hätten wir vorhin mal machen sollen, ne? Nee. Da geht schon nichts mehr, obwohl wir 16% da stehen haben, ne? Ja, die wollen jetzt gerade nichts mehr machen. Ist klar. Die haben ein bisschen die Oberhand gekriegt gerade, ne? Da müssen wir jetzt gucken, dass wir sie wieder kriegen. Ist aber gerade etwas schwierig. Also wir können nicht, weil wir keine Truppen haben. Das ist das Problem, nicht das Geld. Das bedeutet, wir müssen da zurück und Söldner anwerben. Das geht auch. Prestige nehmen wir. Dann lassen wir die Söldner kämpfen, ne? So, einer hier noch und dann ist erstmal gut. Ziehen wir einen Berg zusammen. Ein Anführer ist Hans Wessels. Da noch mit hin. Die
auch darüber. Oh, schade. Gleich aufgerieben. Oh, 10 Truppen sind hier da. Uns hilft keiner mehr. Ah, schaffen wir nicht, ne? Nee. Ne, da brauchen wir eigentlich nicht mehr reinziehen, ne? Das war jetzt falsch. Okay. Das sieht gerade schlecht aus. Wo laufen die hin da unten? Wieder zurück. Die Trierer sind da oben. Die laufen hier hin. Nur 10% haben wir gerade. Die können wir mal vereinen da. Die auch. Mal Pause. Was ist das? Ein Friedensangebot von Lüneburg. Lüneburg tritt Lüneburg an Brandenburg ab. Lüneburg zahlt 4 Dukaten. Lüneburg will aus dem Krieg austreten. Das ist doch schon mal gut. Und Brandenburg? Lüneburg, ja. Dann lösen die sich auf, oder? Weg. Hol auf. Lüneburg ist aus dem Krieg raus. Gut, dann weiter. Hol auf. Vereinen. Und dann gehen wir mal weg da, weil da sind schon 16, die bei Trier gerade was machen. Wir wären 12 und 6. Es würde klappen, ne, wenn die da Gemeinsames machen würden. Aber tun sie zurzeit nicht, ne? 9% ist der Kriegszustand. Gucken, dass wir den gerade ändern. Braunschweig ist am Boden, denke ich mal, oder? Nur Lüttich ist jetzt hier. Ne, da sind Braunschweiger Truppen noch. Aber 5.000, 6.000 Mann. Köln hat Hannover besetzt, genau. Wer ist hier unterwegs? Braunschweig, Frankfurt. Und da auch Braunschweig, Frankfurt. Das heißt, wir ziehen mal dahin. In der Hoffnung. Oh, die anderen sind weggezogen und in der drinne. Die ziehen gerade raus, super. Huh? Toll, Brandenburg. Das war nett. Gemeinsam hätten wir es geschafft, ne? Gehen wir mal da wieder rein. Okay, Hoyerswerda ist befreit worden. Wie sind wir hier insgesamt? Können wir jetzt irgendwie nicht sehen, ne? Nur wenn wir drauf sind. Die Bayern kommen da unten und die hätten mal Bescheid sagen sollen, dass die weggehen, ne? Irgendwie war das jetzt nicht so prickelnd. Wir verlieren und die verlieren auch. Gemeinsam hätten wir es geschafft. Sowas von doof gelaufen. Jetzt laufen wir bis da unten runter, ne? Lüttich hat Westfalen besetzt und Paderborn auch. Schön. Hier haben wir gerade 4 Truppen, ne? Nur 2. 2 Einheiten machen wir noch nach. Jetzt kommen die natürlich da rein und dann kommen unsere Truppen auch gleich da rein. Super. 15 Einheiten. Nur mal Frankfurt rein, ne? Oder da. Thank you.
müssen das sauber freien. Grundsteuer im Berg erhöht. Gucken, dass wir da was freikriegen. Die Bayern rücken nach. Münster sieht Köln nicht länger als Rivalen an. Auch schön. Kriegsmüde, ne? Ja, momentan wendet sie sich der Krieg gegen uns. Nicht so dolle. Wir haben 17 Einheiten hier stehen, ne? Okay, wir könnten dann Münster angreifen, wollen wir aber nicht. Jetzt haben wir 10% plus. Okay. Braunschweig hat schon mit den Bayern Frieden geschlossen. Das heißt, wir sind jetzt alleine auf Freitag. Gut, oder? Wir sind mit denen im Krieg. Super. So, jetzt müssen wir mal gucken, wenn ich auch irgendwie einen Friedensvertrag mit denen hinkriegen könnten. Weil jetzt sind wir alleine gegen drei Länder. Das ist nicht gut. Geht nicht, Kriegsoperationen geht nicht. Wir haben 10%, bringt uns aber nicht weiter, ne? Die marschieren schon, ne? Frankfurt Lüttich. Wenn ich da lang marschiere, dann komme ich gleich in die Gefahrenzone. Dann kann ich auch da bleiben. Ja. Da sind jetzt gerade welche fertig geworden und die sind sofort angegriffen worden, ne? Lassen wir so stehen erst. Die Frankfurter laufen jetzt uns in die Arme. Das schaffen wir nicht weg. Alles klar, das war's dann. Ja, da sind unsere Truppen hin, ne? Das bringt auch nichts, die dahin zu schicken, weil die sind alleine. So, da kommt ein Friedensangebot. Stoppt sie für die Instabilität. Schmuggler treiben ihr Unwesen. Ich glaube, wir verlieren lieber Stabilität gerade. Und das Friedensangebot werden wir wahrscheinlich annehmen müssen, ne? Ja, nehmen wir an, hat keine andere Chance gehabt. Mit dem Weißen Frieden sind wir noch gut rausgekommen, ne? Ja. Land ist immer noch im Krieg. Mit Braunschweig und Frankfurt. Okay. Das ist... Okay, dann. Die mal ein. Warum laufen die jetzt über Berg und warum haben die jetzt 11 Truppen, ne? Das ist die Frage. Gut. So, die einen war da. Und dann gucken wir, was hier ist. Und das können wir akzeptieren. Drei Einheiten haben wir da jetzt laufen gerade. Und wir gehen dann nach Frankfurt. Wird von Frankfurt besetzt. Frankfurt haben hier 6 Truppen am Laufen. Kriegen wir irgendwelche hin? Eine Einheit.
Ja, jetzt kommen wir hier nicht mehr weg dann, ne? Ja, was machen wir da? Nix. Warten. Die kriegen wir auch nicht schneller fertig, dass wir da noch was gegen sagen können, ne? Verlieren Hingabe? Ne, dann machen wir dann administrative Macht. Gut. Ja, ich ziehe wieder hoch, das hat keinen Sinn. Ich kann jetzt Frankfurt zwar besetzen vielleicht, aber das würde zu lange dauern. Ich muss mein Land befreien. Lüttich ist raus, ne? Ein bedeutender Mann ist gestorben. Okay. Mauern durchbrochen in Köln. Sieht gerade nicht so gut aus, ne? Gut, Westfalen aber befreit. Jetzt müsste man Kredit aufnehmen. Gut, jetzt Paderborn noch freimachen. Und hier ist die Truppe gleich fertig. Die dann dahin, die Truppe hinterher. Haben wir schon 6 Einheiten. Weiter geht's. Oh, die marschieren, sobald wir da sind, auf unser Land zu. Eisenimporte. Wir müssen Eisen für unser. Ja, das ist schwierig, ne? Natürlich macht uns. Okay. Vielleicht wird das ja besser dadurch. Die einmal. Und ja, hier kommen wir irgendwie nicht weg, ne? Jetzt müssten wir. Von wem müssten wir Militärzugang haben? Von denen? Senden. Die nicht. Thüringen machen wir auch nochmal. Sachsen. Die gewähren uns das alle. Aber wir kommen nicht schnell genug weg. Wetten? Nein. Schade. Wir bräuchten Unterstützung. Wir hätten erst wegziehen müssen, dann den Militärzugang machen. Dann hätten wir es geschafft, ne? Schön. Ja, ich würde sagen, hier unterbrechen wir erstmal. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.